Ninjutsu ist eigentlich eine Kampfkunst oder eine Selbstverteidigungsfähigkeit, Fertigkeit mit bestimmten Lebensweg. Ninjutsu ist ein Lifestyle. Also eine Definition von einem Erwachsenen ist ja jemand, der physisch, mental, emotional komplett ausgebildet ist. Also ein vollends entwickeltes menschliches Wesen, aber das gibt es ja gar nicht. Also wir sind ja alle am Lernen, am Permanent uns weiterentwickeln. Und es gibt im Japanischen ein schönes Wort, das heißt Tatsujin. Und Tatsujin ist ein kompletter Mensch. Und das ist niemand, der in seiner Entwicklung abgeschlossen ist, sondern jemand, der die ganze Zeit sich weiterentwickelt, weiter lernt. Leute sind ja hier, weil sie Ziele haben für sich. Und unser Job ist es, ihnen zu helfen, diese Ziele für sich zu erreichen, dass sie das für sich erschaffen können und nicht denen das so zu erschweren, dass sie es entweder super gut können oder gar nicht.